Hallo, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Ich probiere heute wieder mal die Million zu knacken bei Wer wird Millionär? Komm auch du mit rein und schau, ob ich die Million knack. Wir gehen jetzt in die Runde rein. Bis dann einfach. Herzlich willkommen bei Wer wird Millionär? Beim Quiz um 1 Million Euro. Ich werde mein Bestes geben. Und mein Bestes bedeutet die Million. Und los geht's mit unserem Quiz um 1 Million Euro. Unseren Kandidaten viel Erfolg bei Wer wird Millionär? Let's go, würde ich sagen. Wir haben 15 Fragen, um die Million zu erreichen. Ja. Wenn die jetzt fragen, hopp ich mal durch, hopp. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Das wäre hier nicht da, oder? Ja. Von welchem Planeten stammt Superman und Supergirl? Erde, Mars, Krypton. Digga, das ist so eine Frage, ich hab das nie geguckt. Komm, wir rufen meinen Kollegen also, bitte an. Bitte vorlesen. Sie kennen das Prozedere. 30 Sekunden. Und los geht's. Komm. Wen wählen wir? Onkel Mark, Bruder Michael, Eddie Nipton, Paul. Paul, den Vater, den holen wir rein. Der ist schon so alt, der kennt sich damit aus. Hallo, Papa? Ja, Ruben? Was ist los? Ich brauche deine Hilfe. Ich hänge bei einer Frage fest und das nervt. Nun, ich freue mich, dir sagen zu können, dass A die richtige Antwort ist. Danke, Papi. Weiter geht's. Hopp. Wir nehmen A. Krypton. Okay, packen wir es an. Wir nehmen Kryptonit. A. Sind Sie sich sicher? Bin mir sicher, ob wir wollen. Das ist definitiv meine Antwort. Prima. Jawohl, gehen wir weiter. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Bam! Das könnte ich sein. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Digga. Mit einer Jedi-Pistole. Da will wir auch eine coole Idee, ja? Einem Lichtschwert. Mit einem Tintenschwert. Was sind wir denn? Einem Raketenwerfer. Raketenwerfer, aber richtig ist ein Lichtschwert. Auf geht's. Raketenwerfer wäre auch geil. Also ich muss Sie fragen, sind Sie sich sicher? Das ist sicher. In diesem Sinne richtig. Jo. Der beste Teilnehmer ist unterwegs, meine Damen und Herren. 100 Euro habe ich. Ach. Viel Glück für diese neue Frage. In welchem Jahr ist der Film Star Wars Aufstieg Skywalkers erschienen? Aufstieg Skywalkers. Also, Ja, ich weiß, dass der noch nicht so alt ist. Zwei falsche Antworten werden jetzt 50, entfernt, 50. Um Ihnen bei dieser Frage zu helfen. Das ist die Frage, war das der oder das der? Aufstieg des Skywalkers. Was ist denn das? Aufstieg des Skywalkers. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob das der war oder das. Ja, aber 2019. Das war noch, glaube ich, vor Corona. Ich werde W nehmen. So. Ja, genau. Ja! Ja! Geil! Perfekt. Weiter, komm auf. Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. Ja, führt die ewige Tabelle Champions League an? Nein. Ich glaube, das ist Real Madrid, weil die ja die meisten Titel gewonnen haben, oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist natürlich C. Kein Risiko. Und nun möchte ich wissen, ist das Ihre Antwort? Sie haben sich nicht enttäuscht. Real ist der Jahrhundertclub. Keiner sieht besser aus, wenn es so gebildet. Der beste Club der letzten Jahre war Real. Deswegen haben sie auch die Druck. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Fragen. Welcher Spieler hat Spitzname Schwarze Spinne? Was für ein Spieler? Schwarze Spinne. Ja, es ist. Meine Damen und Herren, bitte helfen Sie unserem großartigen Kandidaten über diese Hürde hinweg. Ich habe keine Ahnung, wie ich welche die Spinne haben wird. Ah! Leverschessen. Ja, da kommt. Das war vor meiner Zeit. Wir keine Zeit. Den kenne ich jetzt nicht.
Jetzt kommt die Frage von mir, die... Egal, was jetzt noch passiert, sie gehen nicht mehr... Ja, ich hab 500 Euro. Kein Joke und ein... Noch ein Joke hab ich noch, oder? Ja. Wo wurde Romonroy alias Sturm geboren? Wer soll das sein, Sturm? Digga, ich kenne den Typen nicht. Ja, ich habe weg die Frage. Sie gehen auf Nummer sicher und wechseln die Frage. Was kann ich noch in den Ingel gebrüllt, Kack? Hopp. Welche Funktion hat La Fabrik? Das Team Real. Nein, Mann. Das ist die Akademie, oder? La Fabrica. Weil ich weiß, La Masia ist bei Barca die Jugendakademie. Das wäre das Einzige, was so... Sind Sie davon überzeugt? Ja, bin ich. Das ist definitiv meine Antwort. In Ordnung, der Computer hat Ihre Antwort bestätigt. Ist notiert und wird als richtig durchgewinkt. Prima. Das ist gut. Und eine richtige Antwort vom coolsten Spieler. Bam! Wieso, weiter geht's? So schnell wie Sie vorankommen, sollte die nächste Frage kein Problem für Sie sein. Welche britische Nation spielt Ryan Giggs von Manchester United? Ryan Giggs. Der war doch Engländer, oder? Ryan Giggs. Versuchen wir es mal. Doch, der war Engländer. War nicht, bis mir das richtig peinlich gerade. Jetzt kommt die Frage von mir, die Sie bestimmt nicht hören möchten. Dann sag sie nicht. Sind Sie sich sicher? Ja. Ja, das ist definitiv meine Antwort. Ich bin mir sicher. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Komm. Es ist traurig. Nein, der war Wales. Dies ist leider nicht die richtige Antwort. Das Publikum hat auch nicht geholfen. Die haben meine Konzentration gestört. Leider fallen Sie auf die Sicherheitsstufe zurück. Besser als nichts. Nein, nur 500. Nein. Ich sollte mal wirklich, das ist echt so, als wirklich bei mir, wer mit mir näher beitritt, mal mitmachen. Hätte schon was Lustiges, wenn ich bei mir mitmachen würde. Egal, ich glaube, ich gewinne nicht mal 500 Euro, aber egal. Lustig wäre es trotzdem, hätte was richtig Lustiges. Also. Aber ich sage, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei mir auf dem Kanal bei Marcel. Darf es. Oder bei Wer mit Millionär. Weil, wenn ich jetzt das nicht vergesse, ist hier Wer mit Millionär verlinkt. Also schaut rein. In der letzten Folge. Das Video ist halt auch übelst abgegangen mit 1800 Aufrufen. Schaut gerne rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder auf meinem Kanal. Bis dann. Ciao.